Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Super Five Nights at Freddy's. Ich glaube, wir hatten jedes Mal einen anderen Charakter hier auf dem Anfangsscreen, ne? Finde ich ziemlich cool, ein geiles Detail. So, wir sind schon in Nacht 4, 12 Uhr. Es ist an der Zeit, nach all diesen Jahren. Wie häufig hast du das bereits gesagt? Darum geht es doch gar nicht. Heute Nacht schlagen wir zu. Ich bin bereit, Leute. Jarr. Verzeiht mir, ich bin ganz aufgeregt. Die Halluzinationen sind auch bereit. Auch ich bin bereit, Freunde. Perfekt. Wir sind also alle bereit. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Ich treffe euch beim Büro. Lass uns gehen, Francis. Ei. Oi, oi. Bin ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder Freddy, oder? Oder Golden Freddy? Nee, ich bin Freddy. Okay. Was sagt denn das kleine Informationszeichen? Okay, wir sollen einfach zum Office gehen. Seid ihr noch hier drüben? Nee, ihr seid abgehauen. Okay, dann gehe ich einfach mal... Oh, ich kann ja hier durch, ne? Das ist ja der kürzeste Weg. Oh. Endlich, meine Arbeit hier ist getan. Wo ist das letzte kleine Gör? Oh, da bist du ja. Oh nein, ich spiele ihn. Oh, das ist ja gruselig. Ich möchte ihn nicht spielen. Ich komme gar nicht an ihn ran. Ist auch besser so. Vielleicht habe ich ein Item? Oder muss ich irgendwie irgendwas drücken hier? Ach da! Oh Mann, bin ich doof. Komm her zu Onkel Afton. Nein, bleib fort von mir. Ah, das ist Chica. Würde ich sagen, wegen der gelben Schrift. Oh, ich bewege ihn gerade. Voll gruselig. Bestimmt stolpert er gleich. Da über die kleine Hand vielleicht? Oder einfach hinten über das Regal? Oh. Oh Gott. Na, das ist ja nicht gelaufen, wie ich es geplant hatte. Sein Tod erinnert mich ein wenig an... sie. Wo wollte ich hin? Instant vergessen, was wir eigentlich vorhatten. Ah nee, jetzt weiß ich es wieder. Genau, wir wollten uns alle versammeln, um den Wächter zu erwischen. Ich glaube, da muss ich hier lang. Das ist meine Seite. Oh, noch ein Rückblick. Bitte, lasst mich hinein. Mein Sohn ist immer noch dort drin. Madam, bitte, wir müssen unseren Job erledigen. Wir geben unser Bestes, um sie zu finden. Wir werden sie anrufen, sobald wir etwas finden. Ich hätte sie niemals allein dort drin lassen dürfen. Es wird schon alles gut gehen. Wir werden sie finden, das verspreche ich. Ja, aber leider nicht so finden wie... Oh, guck mal, die Bilder. Oh! Das Puppets Gesicht erschienen. Das war ein bisschen fies. Nichts Interessantes auf dem Regal. Hey, nein. Ein weiterer dieser Monitore. Okay, da ist Chica.
Ich glaube, es sollte einfach keine richtige Tonspur existieren. Also hier ist Officer Dawkins aus dem Distrikt. Wir haben uns vor kurzem vor Fred Bears getroffen, erinnern Sie sich? Es tut mir leid, Madam, aber es gibt keine Spur der Kinder. Das letzte Mal wurden sie auf einem der Sicherheitstapes gesehen. Da waren sie zusammen mit jemandem in einem gelben Hasen-Outfit oder Anzug. Aber von diesem Anzug gibt es auch keine Spuren. Es gab einen Verdächtigen. Schien ein ziemlich verdächtiger Typ zu sein. Aber wir haben nichts über ihn herausfinden können. Wir müssen ihn wohl gehen lassen. Wir geben wirklich unser Bestes, um diesen Fall zu lösen. Also haben wir... Madam? Madam? Jede Sekunde kann es soweit sein. Cool, alle haben sich bereit gemacht. Der Strom ist ausgegangen im Büro. Endlich. Lass uns gehen. Ja, das kennen wir auch nur zu gut. Sekunde mal. Hier ist niemand. Warte, was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke... Die Tür war ja schon geschlossen, als ich ankam. Also haben wir das alles umsonst getan? Warte eine Sekunde. Was ist das? Pizzeria schließt. Dan, das sind wir. Die lokale Freddy Fazbear's... Freddy's Pizzeria schließt. Bereits ein paar Jahre nach seiner ersten Eröffnung. Weil es kein Geld mehr gibt und mehrere Mitarbeiter verloren gegangen sind. Die Charaktere haben aber immer noch einen Platz in unseren Herzen und in denen unserer Kinder. Pizzeria schließt. Sie werden Freddy's schließen? Na, so werden wir ja niemals hier rauskommen. Ich dachte, heute Nacht wäre das Ende von allem. Aber er muss vielleicht zurückkehren. Und wir werden auf ihn warten. Selbst wenn wir hier bleiben müssen. Für immer. Hilf mir. Stimmt, wir haben noch den Schatten. Oh nein, das ist das... im Stich gelassene Ende. Ja, wir haben das ja auch nicht geschafft, ne? Aber wie kriegen wir das hin? Und wo starten wir jetzt, wenn ich auf Continue drücke? Mal gucken.
Ah, Night 4. Das ist ja ein Mischmasch, Night 4. Ach, das ist ja mal spannend. Aber jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, was wir hier machen müssen. Nee, ich dachte nur, ich kann das vielleicht überspringen. Okay, ich schaue mich mal kurz ein bisschen um und guck mal, ob ich irgendwo etwas finde, was wir ihm noch geben können zum Helfen. Oh, hier hinten. Ich glaube, hier ist jemand. Komm, spiel mit mir, bitte. Ja, okay. Okay, gucken wir mal, ob uns das irgendwie hilft. Oh, du willst spielen. Du bist der Erste seit mehreren Jahren, der spielen will mit mir. Und der überhaupt mit mir zu tun haben will. Oh, ich habe eine Idee. Lass uns Verstecken spielen. Ich werde mich verstecken. Bis dann. Okay, er ist also jetzt irgendwo. Vielleicht hat er sich ja einfach in einem von denen hier versteckt. Eine Toilette. Scheinbar nicht. Okay, ich suche mal ein bisschen. Und dann kann ich ja gleich wieder einschalten, sobald wir ihn gefunden haben. Kann man mit ihm reden? Dan! Warum versuchst du mit mir zu reden? Solltest du nicht woanders sein? Ich suche hier noch was. Sorry, ey. Oh, die kann man für 2,99 kaufen. Okay, auch hier ist er leider nicht drin. Wir suchen noch weiter. Ich bin noch dabei. Ach so, Moment. Aber vielleicht ist hier oben irgendwo was. Kann ich da oben drauf? Nee, ist zu weit oben. Okay, schade. Ich dachte ja nur, dass das vielleicht geht. Da ist er doch, oder? Oh, da bist du ja. Haha, ich hab dich gefunden. Ja, und nu? Gibt's dafür keine Belohnung oder so? Das kannst du nicht gewesen sein. Was? Oder sollen wir dann jetzt nochmal hingehen? Ich guck hier auf jeden Fall mich nochmal um. Hier muss ja noch irgendwo was sein. Jetzt haben wir ihn gefunden und nichts hat sich geändert. Sauerei. Okay, rein, irgendwo rein in ein... Oh, oh Gott. Ach, da! Da ist er ja schon wieder. Oder? Ich sehe doch da Augen. Ich hätte niemals gedacht, dass du mich finden würdest. Ich finde dich immer und immer wieder. Nee, ich habe leider keinen Schlüssel dafür. Also muss ich ihn jetzt sogar nochmal finden, oder was? Was man nicht alles tut für ein besseres Ende. Okay, also er war jetzt schon da. Da taucht er aber nicht nochmal auf, oder? Nee, okay. Also, weitersuchen. Da ist er wieder. Das zählt nicht. Oh. Ah, okay, wir haben es jetzt geschafft. Du hast gewonnen. Danke, dass du mit mir gespielt hast. Dadurch fühlte ich mich ein wenig besser. Weißt du was? Ich werde dir ein Geheimnis erzählen als Dank. Der Code für den Geheimraum ist 1897. Halte Ausschau nach verdächtigen Pizzen. Okay, Sekunde. Ich hole mir mal einen Zettel. Ich weiß nicht, wo sind die Zettel? Yeah. 1897. 1897. Okay. Verdächtige Pizzen. Wenn du es in der Zukunft vergisst, komm einfach wieder vorbei. Vielleicht war es dann ein Fehler, dass wir damals schon der dunklen Bonnie-Version nicht geholfen haben, wisst ihr? Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir das jetzt gar nicht mehr hin, ein besseres Ende zu bekommen. Weil, wo könnte man jetzt noch irgendwas eingeben für einen Geheimraum? für den Zugang zu einem Geheimraum? Da ist eine Pizza, aber eine verdächtige Pizza. Ich wüsste überhaupt nicht, wo das sein könnte. Ich drehe mal eine schnelle Runde, aber wo soll das sein? Ah, da! Oh, guckt mal! 1897. 1897. Hä? Es geht aber leider nicht. Ach so, jetzt! Ah, 1897. Oh, wie geil! Wir haben Geheimgang entdeckt. Ist das cool? Das ist cool. Und was ist hier?
Einer der unglücklichen Nachtwächter, der uns über den Weg gelaufen ist. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, wie lange wir in der Lage sind, diese Morde zu vertuschen, die in unserem Etablissement in letzter Zeit geschehen sind. Ich glaube, die Polizei ist uns auf der Fährte. Es wird nur noch ein wenig dauern, bis sie die verrottenden Leichen finden werden. Ich werde sie aufheben und sie zur Mülldeponie fahren, um alle Beweise loszuwerden. Wünsche mir Glück. Sie haben einen weiteren getötet. So können wir nicht weitermachen. Diese Zwischenfälle können nicht mehr vertuscht werden. Ich muss bald die Vermisstakten ausfüllen, sobald wir hier alles gereinigt haben, vertuscht haben. Ich weiß nicht, Boss. Vielleicht sollten wir einfach das ganze Ding schließen und diese schrecklichen Roboter loswerden. Ist es die Sache wirklich wert? Ich bin erschöpft. Ich will, dass das endet. Okay, ist hier aber sonst nichts weiter. Ich glaube, hier ist unser Körper, würde ich fast sagen. Also womit wir umgebracht wurden, hä? Okay, also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das ausreicht, um das Ende zu verändern. Wir gucken jetzt einfach mal nach, ob was anderes passiert. Ich cutte da mal hin, ne? Weil jetzt kommt ja noch mal ein bisschen Story. Nee, ich fürchte, wir haben das gleiche Ende wieder. Irgendwas fehlt da. Oder wir hätten das direkt in der ersten Nacht machen müssen. Also ich finde das auf jeden Fall noch heraus, aber dann machen wir das in der nächsten Folge. Und dann muss ich halt noch mal backtracken, wenn es nötig ist. Ich versuche das mal herauszufinden, denn das wollen wir ja so nicht belassen. Ne? Also da muss es ja noch ein cooleres Ende geben. Da bin ich schon gespannt und freue mich auf die nächste Folge von Super Five Nights at Freddy's. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.